Wir haben heute ja die Mega-Demonstration, wie bereits schon angekündigt. Können Sie uns vielleicht ein bisschen erzählen, was heute alles auf dem Programm steht, warum wir heute hier sind? Es sind sehr viele Personen, die heute sprechen werden. Es werden Impulsreden sein. Es geht um die Freiheit in Österreich. Es geht um die Freiheit für Europa, Europa für die Freiheit und Freiheit für Europa. Wir haben heute ja auch sehr viele Organisationen, die mit dabei sind, Gesundheit Österreich zum Beispiel. Inwieweit waren Sie hier involviert in die Organisation? Ich selbst war nicht in der Organisation involviert. Ich bin als Redner eingeladen worden. Nachdem ich Frau Dr. Hubmann-Mocker bereits seit langer Zeit kenne, habe ich gerne ihre Einladung angenommen. Sie haben ja auch in der Vergangenheit sehr oft schon über die Impfung gesprochen, den sogenannten auch Impfzwang. Was wird heute Teil Ihrer Rede sein? Teil meiner Rede wird es sein, dass diese Maßnahmen, die alle hier in Europa und auch in Österreich gesetzt wurden, nicht verhältnismäßig waren und nicht geeignet, die behauptete Pandemie zu vermeiden bzw. die Verbreitung zu verhindern. Jetzt soll ja mit dem 5. März, das ist ja schon kommende Woche, ein Großteil der Maßnahmen aufgehoben werden. Auch zum Beispiel zu Veranstaltungen soll man wieder gehen können. Außer in Wien wird auch die 3G-Regelung oder die G-Regelung generell teilweise aufgehoben. Warum ist das nicht genug? Es geht nicht um die Aufhebung eines Teils der Maßnahmen, die die Bevölkerung seit rund 2 Jahren unterdrücken. Es geht um die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen und es geht um die Aufhebung eines nicht evidenzbasierten und rechtlich unbegründbaren Impfpflichtgesetzes. Jetzt gab es ja innerhalb der Regierung auch immer wieder Streitereien rund um die Impfpflicht. Jetzt letztens hat man erst gesagt, das wird wieder aufgeschoben werden. Glauben Sie nicht, dass es trotzdem eine Möglichkeit gibt, zusammenzukommen, auch wenn es jetzt rund um die Impfpflicht diese Festlegungen gibt? Es gibt keine Diskussionen von unserer Seite her, keinen Kompromiss. Das Impfpflichtgesetz muss ohne Wenn und Aber fallen und dann muss die Verantwortlichkeit für dieses Impfpflichtgesetz von den Verantwortungsträgern geprüft werden.